Also der Bruder fragt, wie ist das mit Gelatine und E471? Erstmal müssen wir eine Sache festhalten. In Dunya-Sachen ist alles erlaubt, bis man einen Beweis hat, dass es verboten ist. Das heißt, wenn wir sagen, dieses oder jenes ist verboten, müssen wir einen Beweis haben, dass dort ein Inhaltsstoff drin ist, der verboten ist. So. Wenn du jetzt hingehst und du siehst die Firma, da steht Gelatine drauf. Du fragst jetzt, du rufst bei der Firma an, von welchem Tier ist die Gelatine? Dann wird die Firma dir sagen, vom Schwein. Brüder haben das versucht, weil du siehst den Unterschied. Zum Beispiel in Saudi-Arabien, bei den bösen Saudi-Arabern, da gibt es auch Haribo. Aber dieses Haribo sieht anders aus als das Haribo in Deutschland. Nämlich, das glänzt nicht. Ja, wenn du hier zum Beispiel Gummibärchen hast, die leuchten, die glänzen, richtig? In Saudi-Arabien, die glänzen nicht. Warum? Die glänzen hier wegen der Schweinegelatine. Und in Saudi-Arabien haben die extra Haribos angefertigt, ja, die halt ohne Schweinegelatine sind. Und deswegen, wenn du die Firma fragst, warum die Schweinegelatine benutzen, die sagen dir auch, wir benutzen Schweinegelatine, weil die Dinger dann leuchten, weil die glänzen. So, jetzt gibt es einen Ijma bei den Gelehrten, dass alles vom Schwein unrein ist. Nicht nur Lahmul Khinzir, Hurrimat alaikum al-maitatu wa damu wa lahmul Khinzir. Ja, das Fleisch ist verboten, stimmt, aber alles vom Schwein ist verboten. Die Haare und so weiter. Es gibt einen Unterschied, wie ist das mit dem Leder, wenn das Leder also gefärbt wird und gegerbt wird und so weiter. Ja? Da gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Und die stärkste Meinung ist auch, inshallah, Allahu alam, dass auch das Leder, weil der Prophet sagt, das Tote, also Totes, was gegerbt wird, gefärbt wird, zum Beispiel ein Tier fällt, ein Pferd fällt hin, so es ist durch den Fall gestorben. Du darfst das Fleisch nicht essen, aber du kannst die Haut abziehen und die Haut gerben. Deswegen sagen die Eingelehrten, wenn das bei dem Toten der Fall ist, dann ist das auch bei dem Schwein der Fall. Weil der Prophet sagt, durch das Gerben und Färben wird ja dieses Fell hellel, also ist das bei dem Schwein auch so. Aber hier sagen einige Leute, nein, das gilt nur für das Tote von einem Halal-Tier. Das Schwein in sich ist haram. Das heißt, die Haare, die Zähne, die Knochen, alles. So. Wenn wir jetzt Gelatine haben und Gelatine ist vom Schwein, dann sagen wir, das ist haram. Jetzt kommen aber, ich will dir jetzt sagen, warum es Leute gibt, die sagen, nee, Gelatine ist auch nicht haram. Warum gibt es das? Es gibt Leute, die sagen, Gelatine ist nicht haram, weil sie sagen, das ist chemisch umgewandelt worden und dadurch, dass das chemisch umgewandelt worden ist, ist es halal geworden. Wie kommen sie darauf? Sie haben da einen Analogieschluss gemacht, nämlich Branntweinessig. Branntweinessig, ursprünglich aus Alkohol gewonnen, ja, ist durch die chemische Umwandlung halal geworden. Und das sagen alle Gelehrten, die ich kenne. Jetzt kommt aber das Problem, warum ist Branntweinessig halal geworden? Der Prophet sagt, kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Ja. Der Prophet sagt, alles was den Kopf oder alles was dich betrunken macht oder den Verstand sozusagen benebelt, kullu muskirin khamr ist khamr. Wa kullu khamrin haram. Und alles, jeder khamr ist verboten. Hier sieht man aber, warum der khamr verboten ist. Warum? Weil er den Verstand benebelt. Das heißt, die Illa ist hier, das heißt, das Problem oder der Fehler oder der Grund, vielmehr der Grund, warum der Khamr haram ist, ist was? Weil er den Verstand benebelt. So durch die chemische Umwandlung, und das heißt, in diesem Sinne, Haschisch, Marihuana, Ecstasy, LSD, das sind alles Dinge, die Khamr sind und Haram, weil sie, was machen? Muskir. Machen dich sozusagen betrunken oder beschwingt oder berauschen dich. Aber jetzt durch die chemische Umwandlung verliert der Branntweinessig die berauschende Wirkung. Also ist der Grund, warum der Khamr verboten ist. Jetzt beim Schwein gibt es eine chemische Umwandlung, richtig? Das heißt, die Gelatine verändert. Das Schwein ändert sich zu Gelatine. So die Frage. Ist denn der Grund, warum Schwein verboten ist, verloren gegangen? Nee, weil wir wissen ja gar nicht, warum Schwein verboten ist. Allah sagt einfach nur,
Hurrimat alaikum al-maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Der sagt nur, Schwein ist euch verboten, Schweinefleisch ist verboten. Das heißt, hier steht nicht, warum es verboten ist, steht nicht im Text. Der Prophet hat nicht gesagt, ja klar, wir sehen Krankheit und so weiter und so fort. Aber wir können nicht mit Gewissheit sagen, dass der Grund, warum das Schwein verboten ist, verloren gegangen ist. Bei dem Branntweinessig, der nicht mehr benebelt, der nicht mehr beschwingt, der nicht mehr berauscht, ist ganz eindeutig die Ella, der Grund für den Verbot, verloren gegangen. Aber bei der Gelatine können wir das gar nicht sagen. Wir können erst sagen, Gelatine ist erlaubt, wenn wir wissen, dass der Grund, warum Schweinefleisch verboten ist, verloren gegangen ist. Aber das können wir nicht. Und deswegen ist ganz klar, dass Gelatine vom Schwein verboten ist. Ganz klar.